Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kein Tag umsonst Box von Lethal Dean. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kein Tag umsonst von Lethal Dean. Das Ganze am 22. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das 10. Album des guten Mannes. Wir werden als erstes mal die Folie entfernen. Am besten hier seitlich aufschneiden. Ist schon eine gefühlte Ewigkeit dabei im Bereich Pop, im Bereich Musik. Und jetzt sein 10. Album am Start. Also wir haben hier eine kleine kompakte Box. Das Ganze in so einem rosa Türkis gestaltet. Hier in der Mitte lesen wir den Namen des Interpreten. Dann rechts der Albumtitel Kein Tag umsonst. Diese türkisen Ls, die wahrscheinlich hier für seinen Namen stehen, sind hier angeordnet wie ein Stern. Also hier durch die Zwischenräume ergibt sich so ein Stern. Hier lesen wir das auch nochmal. Rechts ebenso, oben genauso und links auch. Also türkis und rosa auf jeden Fall hier so die bestimmenden Farben. Auf der Rückseite das Ganze nur in Türkis und darunter haben wir dann noch die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über Ear Music und rechts gibt es dann auch noch einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen in weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Als erstes haben wir hier eine DVD, eine Bonus-DVD. Dann haben wir das Album an sich. In einem Digipack, kein Tag umsonst, einen Kugelschreiber und einen sehr dicken und schweren Kalender, so ein Büchlein. Okay, die Box von innen in weiß werden wir auch hier wieder zumachen, das Ganze zur Seite stellen. Und nachdem hier nichts weiter in Folie eingepackt ist, können wir direkt mit dem Album starten. Also auf jeden Fall mal umweltfreundlich diese Box. Als erstes haben wir das Album an sich. Hier lesen wir wieder den Namen des Interpreten und Kein Tag umsonst. Und er ist hier auch abgebildet mit einem breiten Grinsen, mit einem Lachen hier abgebildet wieder vor diesem rosenen Hintergrund. Auf der Seite lesen wir Folgendes. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 12 Tracks sind es geworden. Ich glaube, rein so vom Foto her ist Front- und Backcover ident. Dann lesen wir hier wieder die Beteiligten und einen Barcode. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes haben wir hier links in dieser Stecktasche das Booklet. So, schauen wir uns mal an. So, weitere Fotos plus die Infos und die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Also hier oben haben wir die Info, wer hier mitgewirkt hat. Und dann haben wir darunter noch die gesamten Lyrics zu dem Track. Und das zieht sich jetzt so durch. Also ich schätze mal, hier kommt dann K-E-I-N und so weiter, also der ganze Name des Albums dann hier auf dem Booklet in diesem Artwork hier verewigt. Weitere Lyrics und so zieht sich das jetzt durch. Also wie man sehen kann, ein sehr farbenfrohes Booklet, aber auch ein sehr textlastiges Booklet. Ab und zu gibt es dann auch noch Fotografien, aber natürlich hier die Credits und die Lyrics im Vordergrund. Also freut mich immer wieder, wenn man die Lyrics hier so abdruckt, dann hat man das hier und kann mitlesen, nachlesen, mitsingen, wie man möchte. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch umfangreich die Credits zum Album und eine Danksagung. Gut, packen wir das Booklet wieder zurück in die Stecktasche und kommen als nächstes zur Album-CD. Die sieht auch so aus, also hoppsa. Wieder hier der rosane Hintergrund mit diesen türkisen Ls, mit diesem Sternensymbol. So sieht das aus. Alles hier mit diesen Sternen designt. Als nächstes haben wir die DVD. Die kommt hier in einer Papphülle. Kein Tag umsonst in Lüneburg. Bonus-DVD. Hier haben wir noch einen FSK 0 Hinweis. Der ist leider aufgedruckt, also den kriegen wir nicht runter. Das ist kein Sticker. Auf der Rückseite lesen wir hier einmal, was wir hier drauf haben. Also wir haben hier unter anderem ein Behind the Scenes,
aber auch ein Live-Konzert. Und diese DVD geht 33 Minuten. Okay, schauen wir uns mal an. So sieht die aus, beziehungsweise so sieht die aus, die DVD. Und wie gesagt, in einer Papphülle. So, wir kommen zum nächsten Inhalt. Wir haben hier einen schwarzen Kugelschreiber, der hier mit goldenem Lethaldin und kein Tag umsonst bedruckt ist. So sieht das aus. Also es ist so einer zum Drehen. Da kommt hier die Spitze raus. Wir schauen mal ganz kurz, welche Farbe der schreibt. Dunkelblau. Also der Stift schreibt dunkelblau. Und der macht vor allem Sinn mit dem letzten Boxinhalt in Kombination. Und zwar haben wir hier kein Tag umsonst einen 5-Jahres-Kalender. Der kommt hier in diesem Hardcover, in diesem dicken Buch. So sieht das aus. Das Buch in so einem, ja, was ist das? Blaugrün, mittelblau gehalten. Schauen wir mal rein. So, was lesen wir hier? Dieses Buch gehört, also das kann dann jeder individuell für sich befüllen. Dann haben wir hier noch eine Widmung, beziehungsweise wie das Ganze hier zu verstehen ist. Also, kein Tag umsonst. Vielleicht ist es nur eine Uhrzeit, ein Name, ein Wort. Vielleicht wird daraus eine Erinnerung, die dich für den Rest deines Lebens begleitet. Vielleicht wird daraus ein Tag, der dein ganzes Leben verändert. Vielleicht bleibt es eine Uhrzeit, ein Name, ein Wort. Wenn du es in diesen Kalender schreibst, machst du es dir bewusst. Du kannst dann immer wieder zu diesem Moment zurückkehren, weil er dich ausmacht. Weil er dir wichtig ist, weil er nicht umsonst ist. Kein Moment ist umsonst. Ich wünsche dir eine tolle Reise. Und dann haben wir noch die Unterschrift des Künstlers. Also, das Ganze hier so im Kalenderstil gestaltet. Hier lesen wir dann auch noch, wie man dieses Buch benutzt. Lese ich auch noch kurz vor. Ein Jahreskalender ist ein ganz besonderer Kalender, mit dem man die vielen kleinen Momente im Leben einfangen kann. Um zu beginnen, gehe zum heutigen Datum und trage das Kalenderjahr in die oberste Zeile ein. Hier kannst du nun deine Gedanken zum heutigen Tag aufschreiben. Am nächsten Tag blättere einfach um und fülle wieder die erste Spalte aus. Das kannst du das ganze Jahr lang machen. Wenn ein Jahr vorbei ist, fängst du einfach die nächste Spalte an. Viel Spaß dabei. Also, wenn ich es jetzt richtig deute, dann haben wir hier pro Tag, also wenn wir jetzt auf den heutigen Tag gehen würden, wir haben jetzt heute den 29. Mai, beziehungsweise nein, es ist glaube ich schon der 30. Mai. Gehen wir gleich mal hin. So, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ist dann hier, genau. 30. Mai. Dann haben wir hier verschiedene Abschnitte. Also wir haben hier insgesamt fünf Abschnitte, die hier mit 20 beginnen. Und zwar ist das hier für die Jahreszahlen gedacht. Bedeutet, wenn wir jetzt das Jahr 2020 haben, würden wir hier oben reinschreiben 2020 und die Gedanken oder die Erlebnisse, die Erfahrungen des heutigen Tages verewigen, hier festhalten. Und dann im nächsten Jahr, 2021, würden wir natürlich auch wieder über dieses Jahr, über diesen Tag hier stolpern. Also genauso ist das gedacht, dass man dann einfach so die Vergleiche hat und sehen kann, was sich seitdem verändert hat oder was man vielleicht vor ein, vor zwei, vor drei Jahren so für Gedanken, für Erfahrungen gemacht hat. Und ja, das zieht sich dann durch natürlich bis zum Ende. Also bis zum, wo haben wir es? Hier endet das dann natürlich mit dem 31. Dezember. Also es ist kein regulärer Jahreskalender, sondern wirklich so ein 5-Jahreskalender. Pro Tag hier fünf einzelne Bereiche. Und dann haben wir hier noch die Infos zu diesem Kalender. Ja, und so sieht das aus. Zusätzlich gibt es dann hier auch noch so ein goldenes Bändchen, wie so ein Lesezeichen, dass man hier dann immer weiß, wo man genau ist. Dann kann man hier aufblättern und ist direkt im richtigen Tag. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Büchlein hier, der 5-Jahres-Kalender. Dann haben wir die Bonus-DVD Kein Tag umsonst in Lüneburg. Zusätzlich zu diesem Kalender natürlich der Kugelschreiber und das Album an sich mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Kein Tag umsonst von Lethal Dean. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lethal Dean unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.